Strom aus der Sonne holen und dabei noch sehr viel lernen. Das haben 5 Lehrlinge der Salzburg AG in den vergangenen Tagen im Innenhof der Firmenzentrale erlebt. Die Salzburg AG greift mit dem Wachstumsprojekt PV Go Big einen Zukunftsmarkt auf und plant in den kommenden Jahren die Umsetzung zahlreicher PV- bzw. Photovoltaikanlagen im ganzen Land. Das erste Projekt, was man jetzt hier sieht, ist das Lehrlingsprojekt. Dabei zielen wir in erster Linie auf die Schulung und den Umgang mit PV-Modulen seitens der Lehrlinge hin. Die Lehrlinge versuchen dabei, die PV-Anlage so weit wie möglich selbst aufzubauen und den Umgang mit der Photovoltaikanlage bestmöglich zu lernen und zu verstehen. Die Lehrlinge sind eigentlich von Anfang an dabei bei uns, die Unterkonstruktion und die ganze Verkabelung AC- sowie DC-seitig haben wir gemeinsam errichtet und jetzt sind wir bei der Modulmontage. Das erste Mal ist allweil was Neues, aber man lernt, weil es auch von den beginnenden Lehrjahren, die was neu anfangen, die ersten, zweiten, dritten, die können schon in der Firma die ersten Erfahrungen sammeln, wie schaut so eine Anlage aus und sie einen groben Eindruck von denen machen. Diese gewonnene Erkenntnis können die Lehrlinge im späteren Berufsleben nutzen, um viele weitere Anlagen auf den Dächern in Salzburg zu errichten. Grundsätzlich gibt es vorher eine Analyse anhand von Solarkatasterdaten. Das heißt, das Solarpotenzial wird abgeschätzt auf verschiedenen Dächern und auch Freiflächen. Und dann kann man schon in die Projektentwicklung gehen und beispielhafte Konzepte ausarbeiten, die dann immer maßgeschneidert auf den Kunden, auch den Kundenbedürfnissen gerichtet werden. Die Lehrlinge stemmen das Projekt schon fast alleine und stellen sich dabei sehr gut an. Also sehr gut. Also nein, tatsächlich, sie arbeiten takt mit, haben eigentlich alles fast ganz alleine errichtet. Ich und mein Kollege haben ein bisschen drüber geschaut noch und alles in bester Ordnung. Also sehr engagiert. Das Lehrlings-PV-Projekt im Innenhof der Salzburger AG-Zentrale ist nur der Startschuss der neuen Photovoltaik-Offensive. Weitere Projekte werden in den nächsten Monaten und Jahren folgen.